Im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen geht es wieder auf die Matten bei der Berliner Meisterschaft im Judo der Altersklasse U11 wird eifrig um die Titel gekämpft. Klare Favoritin bei den Mädchen Marcella Krause. In der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm kämpft sie zunächst gegen eine deutlich größere Kontrahentin, doch schafft es gelassen ins Finale. Auch hier erbringt sie nach einem holprigen Start eine tolle Leistung und darf sich später nicht umsonst Berliner Meisterin nennen. Ein großer Wurf für die kleine Marcella, die nicht nur auf der Matte, sondern auch mit dem Mikrofon in der Hand unheimlich stark ist. Der Unterschied war, dass ich habe als erstes gedacht, jetzt muss ein Wunder passieren. Und dann habe ich halt nochmal reingezogen, weil sie gerade abgelenkt war. Und dann habe ich 7 Rote geworfen. Ja, ich war sehr aufgeregt. Aber ich habe gedacht, egal wer vor mir steht, ich versuche sie zu schlagen und ich gebe mein Bestes. Bei den Jungs geht es ebenfalls spannend zur Sache. Die Favoriten hier, Felix Goldmann und Barnabas Meissner, stoßen in den Hauptrunden auf keinerlei Hindernisse und gewinnen auf ganzer Linie. In den finalen Kämpfen können sie ebenfalls sofort mit jeweils einem schnellen Wurf überzeugen und holen sich beide in ihren Gewichtsklassen bis 31 und bis 29 Kilo den Meistertitel. Ich habe heute gedacht, dass ich nicht gewinne, aber für mich war es eine Überraschung. Ich habe heute gewonnen, weil ich dann Oochigari noch gekontert habe und dann selber geworfen habe. Also eigentlich ist es super gelaufen bei uns heute. Ja, die ins Finale kommen sollten, von denen wir das uns erhofft hatten, die haben den Finaleinzug geschafft. Ja, kann man eigentlich sehr stolz drauf sein. Gut gearbeitet, fleißig trainiert und haben sich im Finale gut verdient. Felix hat das Finale gewonnen. Auch das hatten wir uns erhofft und auch erwartet. Und dementsprechend stolz in ganzer Linie. Ja.